Schönen guten Tag, endlich mal wieder Q&A-Zeit mit der Katja und mit Mr. X. Ich werde jetzt eure Fragen beantworten, die ihr mir wieder zahlreich gestellt habt. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich hoffe, ich sehe so gut aus wie immer. Hast du ein neues Coaching in der Mitte? Ich habe, das ist mein Vorbereiter, wie man sieht. Er selber ist jetzt, ja, sagen wir mal so, nicht zu groß geraten. Daran orientiere ich mich, das wird mein neuer Look. Ach so, okay. Sportlich, fresh, drahtig. Und kein Beintraining mehr. Und kein Beintraining mehr. Ja, das sieht man ja. Ja, damit habe ich schon angefangen mit keinem Beintraining. Und davon mache ich auch sehr viele Sätze. Was hältst du von Trainieren mit Bändern? Besser als nichts? Ja, alles, was mehr wie null ist, ist gut. Ne? Man kann die Bänder sehr vielfältig einsetzen. Man muss da natürlich dementsprechend kreativ sein, aber auf jeden Fall, ja. Man kann den Muskel damit statisch belasten, man kann den pumpen, man kann die kürzer fassen, dass man ein bisschen mehr Widerstand hat. Ziemlich viele Muskelgruppen kann man damit erreichen, also ja, auf jeden Fall. Wie würdest du den Latissimus bearbeiten, wenn keine Gewichte und Geräte vorhanden sind? Hat man bei der ersten Frage, kann man mit Zugbändern machen, zum Beispiel in die Türklinken einer Tür eingehakt, sich wegstellen und dann von vorne ziehen, im Stehen vorgebeugt. Man kann mit einem Besenstiel zum Beispiel arbeiten, Kanister an die Seite hängen, vorgebeugtes Rudern machen. Gut, man kommt immer in den Rücken rein, den Latissimus an sich ist schwer, weil den muss man ja von oben ziehen, um in die Breite des Rückens zu kommen. Aber es gibt sehr, sehr viele Rückenübungen, die man jetzt, wenn man kreativ ist, sich zurechtbasteln kann. Aber speziell jetzt, um auf die Latissimus-Frage zu kommen, ist muss am besten einen Haken in die, es gibt wirklich, das ist im Baumarkt, ein Industriedübel mit einer Rolle in die Decke und dann habt ihr schon mal eine Rolle, ein scheiß Seil ran, an das eine Seilende eine lange Stange, an das andere Seilende irgendein Gewicht, damit es ein beschissener Feldstein ist und dann von oben ziehen. Ja, hier war gerade irgendwie noch ein Gerät an, das haben wir erstmal ausgemacht, damit ihr mich klar und deutlich versteht, könnt verstehen. Genau. Würdest du die Muskelgruppe überhaupt noch aufteilen, wenn keine Gewichte vorhanden sind? Ja, dann würde ich es zumindest, wenn ihr das Training extrem abkürzen wollt, wenn gar nichts vorhanden ist, würde ich wenigstens in Ober- und Unterkörper aufteilen. Sprich, Dips an Stühlen, Liegestütze auf dem Boden, zwischen zwei Stühlen. Bloß mal so, um einige Beispiele zu nennen, den Oberkörper versuchen da ein bisschen zu bearbeiten, die Schultern mit Wasserflaschen, mit Wassersäcken, mit Kanistern, den Unterkörper dementsprechend dann mit Ausfallschritten, mit statischen Kniebeugen an der Wand, mit Kniebeugen mit eurer Freundin auf den Schultern, mit Ausfallschritten mit eurer Freundin auf den Schultern, wenn ihr das schafft. Also wie gesagt, einfach kreativ sein, überlegen, wie kann ich dann beim Beintraining die Quadrizeps treffen mit Art verwandten Übungen. Da ist halt euer Verstand, euer Horizont gefragt. Ne? In welchem Wiederholungsbereich würdest du da arbeiten? Scheißegal. Also wie gesagt, wichtig ist, dass der Muskel belastet wird, weil wenn du jetzt gar nichts zur Verfügung hast, geht es ja dem Muskelabbau entgegenzuwirken und da ist es einfach nur wichtig, dass der Muskel belastet wird, Widerstand hat, kontrahieren kann unter Widerstand. Wie gesagt, also auf Wiederholungszahlen würde ich mich da jetzt nicht festlegen. Wie kann man den Bauch in Form bringen? Hast du vielleicht eine Meinung dazu? Okay. Nicht. Bauch, Sit-Ups, Beinheben in allen Varianten, im Liegen, an der Tür hängen, im Türrahmen hängen etc. Also den Bauch würde ich wirklich bei jedem Training als Erwärmung 7 Sätze empfehle ich circa. Hardcore-Training, also nicht jetzt so ein Alibi-Training, ich habe jetzt 7 Sätze gemacht, sondern wirklich jeden Satz bis zum Exzess, bis zum Wiederholungsexzess. Und das jeden Tag machen und dann kommt er in Form. Natürlich müsst ihr dann durch entsprechende Ernährung die Speckschicht darüber wegkriegen, dass man den auch sehen kann. Weil es nützt euch nicht der geilste Bauch, wenn da 10 cm Panzer drüber sind. Weil Bauchmuskeln hat jeder. Manche verstecken die nur sehr, sehr gut. Wie mit dem Ferrari, der mit einer Plane überzogen ist in der Garage, ne? Ja,
Denkst du, nach einer Stoffkur kann man noch Kinder bekommen? Ja, definitiv. Definitiv. Das ist, aber daran sieht man halt, dass ihr mit der Materie doch relativ wenig vertraut seid, sonst würdet ihr da so eine Frage nicht stellen. Aber ich weiß, dass das so ist und sonst hätten ja auch viele Athleten keine Kinder. Die haben sie ja die alle adoptiert. Oder sind ja nicht Findelkinder oder so. Also das ja, geht. In welchen Gyms hast du trainiert? In vielen. So einer der bekanntesten? Ich habe auf der ganzen Welt trainiert. Ich kann die jetzt nicht alle aufzählen. Also gut, wie viel Zeit haben wir, Timo? Nee, sonst sag deine drei besten oder ja, da, wo du die drei am meisten Spaß hast. Naja, momentan oder jetzt vor dieser Corona-Phase habe ich im Fitness-Discount dann trainiert und im Olympic im Wechsel. Ansonsten, wenn ich im Ausland war, halt in Amerika, habe ich mir natürlich dementsprechend versucht, immer einen Goldschirm zu suchen. Einfach weil es geschichtsträchtig ist, weil man da cool trainieren kann. Im World Gym habe ich trainiert in Venice. Wie heißt das in New York noch? Wo sie alle immer hingehen vor New York Pro? Beth Francis? Beth Francis, aber ja, das ist zu weit draußen. Das darfst du dir nicht vorstellen, dass das New York ist, da fährst du richtig weit raus. Ach so. Aber in New York selber sind sehr, sehr viele auch 24-Stunden-Gyms. Aber wenn wir uns auf Deutschland beziehen, halt, ich war damals in Budokan in Spandau. Sehr geiles, das war wirklich ein richtig geiles Gym gewesen. Dann war ich im Powerhouse, in dem alten, was noch zu Boris Kleine Zeiten existiert hatte. Wie gesagt, ich habe dann später erst aus Zeitgründen mit den Fitness-Discount dann angefangen, weil die meisten 24 Stunden offen hatten. In Berlin gab es übrigens davor schon ein 24-Stunden-Gym im Bülowbogen, in der Bülowstraße. Da habe ich mich sogar mal vorbereitet nachts. Bin ich immer so zwischen 2 und 4 trainieren gegangen, fand ich unwahrscheinlich cool. Und ja, halt, wie gesagt, es gab so viele Gyms, die alle jetzt zu benennen wäre. So weit reicht mein kleines Hirn nicht mehr zurück. Wie lange sollte man nach schwerem Fieber Pause machen? Nach dem was? Nach schwerem Fieber Pause machen. Wie lange? Naja, wenn du gesund bist, kannst du wieder rangehen. Ne? Also die Krankheit ausstehen und dann langsam wieder reingehen. Wird da aber auch nicht zu lange dann mit warten, wenn du gesund bist. Also wenn die Krankheit ausgestanden ist, gucken, dass du dein Immunsystem wieder steigst durch langsam ansteigendes Training, also nicht gleich volle Kanne, und dann sollte dem nichts im Weg stehen, also sollte dann laufen. Was ist die beste Proteinquelle zum Frühstück und warum? Gibt's nicht. Gibt es nicht, gibt keine beste Proteinquelle. Es gibt verschiedene gute, aber es gibt keine beste. Meine Meinung. Was frühstückst du morgens? Frühstück. Verrückte Sache. Eigelb. Eigelb ist schon getan, ne? Nee, also jetzt momentan bin ich auf Eiern. Meistens so 6 bis 8 Eier mit der Hälfte an Eigelb halt. Und dann manchmal noch den Reisflocken, beziehungsweise jetzt bin ich von Reisflocken weg auf Hafergetreideflocken, also Instant-Scheiß mit Whey-Isolat. Und davor gibt es dann meistens noch EAAs oder BCAAs, je nachdem, was vorhanden ist. Und das ist mein Frühstück. Eine Zeit lang habe ich dann noch diese Pancakes aus dem Discounter genommen für einen Toaster, habe mir da noch irgendeinen Sirup oder einen Honig drüber gekippt oder solche Sachen. Gut, also wie gesagt, Frühstück, das soll schon schmecken und das soll auch eine gute Energiequelle sein, die proteinreich ist. Ja, darauf lege ich halt immer Wert. Eine Zeit lang zum Beispiel habe ich gar nicht gefrühstückt. Da habe ich dann, wo mein Hund noch gelebt hat, bin ich dann als erstes mit dem Hund spazieren gegangen, gleich als Cardio verwendet. Was mir übrigens total fehlt, ich bin davon abgesehen, dass der Dicke mir total fehlt, aber die Bewegung, das habe ich schon gemerkt, diese 1,5 Stunden am Tag, die ich draußen mich bewegt habe mit ihm, das merke ich schon sehr. Also deswegen bin ich zurzeit auch... Woran merkst du das? Woran merkst du das? An meiner Fitness, ohne Scheiß, an meiner Fitness generell. Deswegen muss ich ja auch immer Cardio machen nach dem Training jetzt. Erstmal für das Herz-Kreislauf-System,
dann, wo ich diesen einen Gewaltmarsch hatte von 8 Kilometern, der mich total gekillt hat, wer sich daran erinnern kann, das wäre mir früher nie passiert. Und das ist noch nicht mal ein Jahr her. Der Dicke, der ist am Mitte Januar von mir gegangen und da war das ganz normal, dass ich 4-5 Kilometer erstmal so ganz normal rumlatsche. Und jetzt denke ich, Alter, meine Fußgelenke brechen mir durch und sonst irgendwas. Und ich bin am Keuchen und das gefällt mir nicht. Und deswegen bin ich ernsthaft momentan am Überlegen, ob ich mir wieder einen kleinen Vierbeiner zulege. Aber das ist halt noch nicht safe, weil ich wirklich viel unterwegs bin. Und es ist ja doch eine Menge Verantwortung, die man da auf sich legt und die ein paar Jahre mit sich trägt. Das ist ja nicht eine Entscheidung mal für 2 Wochen oder für einen Monat. Und ja, wie gesagt, solche Gedanken schwirren mir im Kopf rum. Wieder der gleiche Wind? Nee, das muss ich nicht haben, weil ja, ich würde es nicht ausschließen, weil die Rasse an sich gefällt mir sehr gut, aber der Dicke hat schon einen besonderen Stellenwert gehabt in meinem Leben. Nö, ich glaube, ich würde dann einem anderen Hund die Chance geben, an meiner Seite zu sein. Ja, mal gucken. I don't know. Hast du schon mal überlegt, dein eigenes Gym zu eröffnen? Die Frage war der letztes Mal schon jemand gestellt. Nochmal nein. Also doch, ja, habe ich, aber ich würde es nicht machen. Okay. Welche und wie viele Übungen für den Beinbeuger bei einem 60? Weil wir wissen ja nicht, was nach Corona für eine Krankheit kommt. Ja, stimmt. Und dann würde ich ja nochmal pleite gehen. Mhm. Und immer pleite gehen reicht ja dann für die, die jetzt ein Privatgym haben. Also, ja, nee, auf gar keinen Fall. Bitte nochmal. Noch ein Gedanke dazu. Welche und wie viele Übungen für den Beinbeuger bei einem 6er-Split? Was kannst du vielleicht was dazu sagen? Ja, ich tausche ja immer durch. Also Beinbeuger stehend, liegend, sitzend. Das sind so die klassischen, die ich fast jedes Mal mit reinnehme. Dann Kurzhanteln. Ja. Was habe ich noch? Mit Kurzhanteln? Mit Kurzhanteln. Ja, mit ganz Kurzhanteln? Okay. Ja, also wie gesagt, da liegt die Katja, die hat es grob um Wissen. Kreuzheben mit gestreckten Beinen, mit Langhantel oder Kurzhantel. Ja. Betonung liegt nochmal darauf, oder der wichtige Hinweis liegt nochmal darauf, beim Aufrichten das Becken nach vorne drücken, dass er in die Spannung reinkommt hinten. Beinkörler am Liegen, wo vorhanden. Wichtig dabei für einen Anfänger, das Becken ins Polster drücken, nicht den Arsch anheben, weil du kannst dadurch natürlich extrem schwerer trainieren, aber der Beinbeuger wird sich nicht so vollständig entwickeln. Dann hast du den Beinbeuger beim Pressen, beim Beugen schon mit drin, automatisch durch Gegenhalten. Dann gibt es natürlich das einbeinige Curl im Stehen, diese Maschine, das ist in fast jedem Gym vorhanden. Die Curl-Maschine im Sitzen, also das Gegenteil vom Strecken, wo ihr nach unten zieht, nicht nach oben drückt, sondern unten zieht mit dem Widerstand oder dem Polster auf den Knien. Da sind wir schon bei 4-5 Übungen, also würde ich schon definitiv absolvieren, damit sich der Beinbeuger vernünftig entwickeln kann und entwickeln muss. Weil ein vollständiger Bodybuilder braucht einen Beinbeuger und den sehe ich leider bei nicht allen. Massiven Fleischkonsum auch von Wildtier in Ordnung? Ja, wichtig ist das Protein und Wildtiere haben ja generell in der Regel auch ein relativ mageres Fleisch. Also ich finde Wild als Proteinquelle gut. Das Problem ist halt nur, dass es meistens teurer ist wie Rindfleisch, glaube ich zumindest zu wissen. Aber Wild definitiv auch Wildschwein sogar. Ja. Also und es gibt auch extra dieses Schwein Iberico oder so, was nur Nüsse isst, hauptsächlich 90%. Kannst du auch essen, ist ganz. Ja. Soll sogar richtig gesunde Fette haben. Das geht mir vielleicht zu 90% auf die Nüsse das Schwein, aber. Ich esse es auch nicht. Nee, also wie gesagt, kann man natürlich als Alternative gerne mal dazu nehmen. Wichtig ist ja sowieso, dass die Proteinquellen getauscht werden regelmäßig, dass der Körper sich nicht an eine Proteinquelle nur gewöhnt. Und. Demzufolge auch zu eurer Mahlzeiten vergesst nicht, wenn ihr zunehmen wollt,
Sport ergänzende Ernährung, ein B-Isolat oder ein Isolat, ein kurzes, schnelles Eiweiß mit dazu als Shake. Da passt das, dann klappt es auch mit den Muskeln und man eventuell. Wie kann man zu Hause die Beine am besten trainieren? Hatte ich eingangs schon gesagt, was man da machen kann, wenn man keine Gewichte zur Verfügung hat. Zeitlupen-Kniebeugen mit dem Gewicht, statische Kniebeugen an der Wand, also so lange stehen, mit einem Gewicht vor der Brust, an der Wand, in der Beuge, bis die Beine versagen und das dann mehrmals wiederholen, mit der Freundin Kniebeugen machen. Ja, oder sich vielleicht sogar einen Rucksack aufschneiden und da irgendwie Bücher und die Freundin reinstecken. Genau, einen Rucksack aufschneiden und die Freundin reinstecken. Genau. Die darf aber mit dem Kopf rausgucken, wie so ein Wackeldack. Nee, ja, wie gesagt, seid da ein bisschen kreativ. Da gibt es sicherlich einige Beinstrecken, ist eher weniger möglich. Kann man an der Bettkante machen, wenn dann die Freundin ein bisschen die Füße gegenhält. Man kann das ein oder andere machen, man muss halt nur drauf kommen. Deswegen fragt ihr mich ja und deswegen sage ich so. Was tun, wenn man zu Hause die Gewichte, zum Beispiel Bankdrücken, alleine nicht mehr hochkriegt? Den Boden. Dann würde ich sagen, sauber auf den Hals ablegen und verharren, bis Hilfe zu euch eilt. Oder die Notfalltaste drücken oder. Ja. Wie machst du das, wenn du die Hand hältst? Wenn dein Handy weit weg ist, Telefon und die Hand auf dir aufhängt, wie machst du denn eine Notfalltaste? Na, dann wartest du, bis irgendjemand von der Arbeit kommt am nächsten Tag. Wenn du alleine wohnst. Dann, ja, dann ist Pech. Dann stirbst du mit der Hand sozusagen. Nein. Ist er mit Würde gestorben. Dann sauber abrollen, ist dann scheiße für die Nachbarn, aber dann, wie gesagt, eine Seite andrücken, dass sie, wenn nicht fixiert ist, die Scheiben ablaufen, also runterlaufen von der Hantel. Also die laufen dann runter sozusagen. Und jetzt hast du auch gleich den Mythos damit gedeckt, dass man die Scheiben einfach immer festmachen sollte. Ja, weil also zu Hause dann ohne Verschlüsse arbeiten wäre sinnvoll, damit man in so einem Fall die Scheiben abkippen kann zur Seite und sich dann vor schweren Verletzungen der Halswirbelsäule, der Brustbeine etc. Na gut, ihr werdet zu Hause nicht mit 200 Kilo drücken. Dann bist du ja beim Nachbarn irgendwann. So sieht's aus. Dann macht's immer Rums und dann ist, dann habt ihr ein, wie nennt man das, ein Loft. Ich greife mein Bankdrücken breiter und lasse die Stange knapp über Warze. Gefährlich? Fragezeichen. Das hört sich sehr sexuell an. Was ist über der Brustwarze? Nippel drücken? Ja, genau. Nein, die Stange ist kurz vorher. Lässt er die Stange über der Brustwarze ab sozusagen und fragt, ob das gefährlich ist. Er fasst sie breit. Nee, warum soll das gefährlich sein? Weil die Brust soll ja kein Ablageort sein. Das soll ja, wenn denn, eh nur ein Berührungspunkt sein. Und deswegen, wenn du sie jetzt nicht ganz ablässt, kurz über den. Wichtig ist halt, dass du nicht zu lange Nippel hast, weil sonst verkürzt du dir den Weg zu sehr. Aber wenn du eine normale Brustwarze machst, dann ist es nicht schlimm, wenn die Hantel kurz drüber stehen bleibt. Und du dann daraus wieder rausdrückst. Spaß muss sein, Leute. Hoffe ich, dass ihr das. Okay. Ja, aber das ist so ein blöd, Mann. Ist irgendwie sprachlos. Jetzt hätten wir nicht so ordentlich anziehen können heute, wenn meine Homies hier zugucken. Naja, gut, okay. Gut. Okay. Weiter. Dann haben wir es. Das war's. Mhm. Das ist aber heute wirklich dünn gewesen. Was ist mit dir? Hast du noch Fragen? Zu deinem neuen Hoodie? Wieso ich so eine schöne Farbe habe zum Beispiel. Das schöne Grau. Ja. Nein, nee. Ja, wie gesagt, ihr seht ja, wir sind ja heute wieder ohne Kollektion angetreten. Und was uns sehr leid tut, geht mal auf Heiko Kalber Sports bei Instagram. Heiko Kalber _Sports. Rettet den Weltfrieden, seid lieb zueinander, macht einen großen Bogen um Corinna. Und lasst euch nicht zu sehr verarschen. In diesem Sinne, Peace and Love and Rock'n'Roll. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.